Ingrid. Was machst du denn hier? Dir auch einen schönen Abend. Seit wann trägst du Brille? Probleme mit den Augen? Oh, steht hier. Danke. Du hast also auch von der Ausschreibung erfahren, ja? Bauamt. Wir haben eben immer noch gemeinsame Freunde. Dein neues Büro hat wohl nicht genug zu tun, was? Wir sehen hier großes Potenzial. Ja, für deine Abrissbirne. Na komm, lass uns nicht gleich wieder streiten. Schauen wir uns gemeinsam um. Jetzt schau dir mal diese unglaubliche Deckenkonstruktion an, ja? Das ist doch der Wahnsinn. Also ich sehe hier nur die Millionen, die man reinstecken müsste. Klar, abreißen und neu bauen ist natürlich um einiges kosteneffizienter. Meinst du nicht, dass das Objekt ein paar Nummern zu groß ist für dein kleines Büro? Ich habe ein Spitzenteam. Ihr habt euch ja mit der Sanierung der Seifenfabrik schon fast verhoben. Ob du es glaubst oder nicht, dem Büro geht es wirtschaftlich bestens. Naja, wie auch immer. Vielleicht finden wir einen Weg, wie wir gemeinsam was davon haben können. Also ich meine, ohne zu sehr zueinander in Konkurrenz zu treten. Natürlich. So, ich werde soweit hier fertig. Da lang? Nee, da. Coole Mucke, oder? Absolut. Am Samstag geben die ein Konzert. Ist aber schon lange ausverkauft. Soll ich versuchen, Karten zu besorgen? Klar! Hast du Leonie gesehen? Ist mit Tobi abgezogen. Wohin? In irgendeine ungestörte Ecke. Naja, wir müssen eigentlich langsam nach Hause. Ja, okay. Komm, wir suchen sie. Hast du es auch gehört? Scheiße! Leonie! Komm, schnell! In der Backfabrik. Danke, dass Sie so kurzfristig für Dr. Arendt übernommen haben. Ich hatte etwas in der Klinik vergessen und helfe bloß schnell aus. Es bleibt die Ausnahme, Sie wissen das. Mutterschutzgesetz. Im Familienleben tut es auch nicht gut. Gibt's Schlimmeres. Morgen. Morgen. Harald Joost, 51 Jahre alt, Sturz aus 2 bis 3 Metern Höhe auf dem Gelände der ehemaligen Großbäckerei. Platzwunde am Kopf, Verdacht auf Gehirnerschütterung, Rippenprellung, Verdacht auf stumpfes Bauchtrauma, diverse Schürfwunden. Frau Wolters ebenfalls gestürzt, Verdacht auf Unterarmfraktur links. Dr. Heimann, Dr. Brentano wird Sie jetzt zum Röntgen bringen. Ich kümmere mich um Ihren Freund. Er ist nicht mein Freund. Nein, wir waren nur mal verheiratet. Ich glaube nicht, dass es hier irgendjemanden interessiert. In den Schockraum gehen wir. Das hat deine Schönheit gemacht, die hat mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das habe ich lange schon nicht mehr gehört. Ja, aber jetzt machen wir wirklich Schluss. Ja. Schön war es lange nicht mehr, oder? Also bei uns sollen wir einfach öfter mal was kaputt gehen. Oh, lieber nicht.
Gute Nacht. Macht's gut und vielen Dank. Können wir noch beim Aufräumen helfen? Ach. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir brauchen noch. Na, bitte. Du bist wieder da. Na, dann lass uns mal lieber reingehen. Na, na. Otto, nimmst du den Bierkasten? Ich bin schon dabei. Gehst du mal ins Telefon? Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Heilmann? Ja, das haben wir auch gerade gemerkt. Genau, mein Mann hat bei Ihnen angerufen. Ach, wissen Sie, das Technische, das verstehe ich sowieso nicht so richtig. Na, Hauptsache ist doch, dass alles wieder in Ordnung ist. Genau. Ja, vielen Dank, wiederhören. Ach, es waren die Stadtwerke, die wollten mir erklären, was es war. Also ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich erwartet. Otto und Charlotte freuen sich ja gar nicht. Doch, die freuen sich schon, aber hast du gar nichts gemacht? Was denn? Die fanden das alles ziemlich romantisch. Stromausfall als Jungbrot. Darauf muss man erst mal kommen. Es ist nur am Anfang schlimm beim freien Fall, aber dann ist das Glücksgefühl pur. Roland. Bloß einen Schritt nach vorne. Oh nee. Ach, ich glaube, ich mach's erst mal vor. Das ist vielleicht besser. Ah! Toll. Ja. So. Bist du dir wirklich sicher mit Mosambik? Ja. Das ist nämlich wirklich ein Schritt ins Leere. Aber wenn du es nicht machst, wirst du es dein ganzes Leben lang bereuen. Ich guck noch mal zu. Mach du mal. Okay. Jetzt aber! Jetzt du, Roland! Zack! Der Schrei war gut. Aber jetzt musst du noch springen. Nein, nicht springen, einen Schritt nach vorne machen. Hoi! Hoi! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Der Spießer hat's geschafft! Huhn, Schwein, Lamm? Lamm. Für mich bitte auch. Ach so, ich hab nur noch eins. Dann gib's meiner Frau, die hat heute einen schweren Tag. Nee, gib's bitte Roland, der braucht Kraft für Afrika. Wer kriegt's denn jetzt? Er. Sie. Pia, nimmst du's bitte? Nein, auf gar keinen Fall. Dann gib's mir. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Oder willst du's? Ist das ein Friedensangebot? Nee, ein Stück Fleisch. Na dann nicht. Ich dachte, du bist Gesprächstherapeutin. Könnten wir alle mal eine Pause machen und uns an dem Feuer erfreuen? Ich hätte gern ein Bier. Ich auch. Bin ich froh, dass wir kein Paar sind. Da regt sich was. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Habe ich da irgendwas verpasst? Wieso? Nö.
Ist gestern Abend noch irgendwas vorgefallen? Nein. Neuer Tag, neues Spiel, neues Glück. Also, ich habe ganz wunderbar geschlafen. Wie war's bei euch? Na, ich auch. Meine erste Nacht ohne Babygeschrei. Und dann die frische Luft hier. Hallo? Habt ihr ein Schweigegelübde abgelegt? Du redest doch. Freddy ist doch schon so munter. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Vergiss es. Möchte jemand Kaffee? Also, wenn ich mir das hier so anschaue, dann gehe ich mal davon aus, dass wir direkt nach dem Frühstück wieder nach Hause fahren.